Und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Finanzen-Netzseminar. Mein Name ist Janina Schmidt und ich darf Sie heute als Moderatorin durch die Veranstaltung führen. Die Börsennachrichten sind gerade eher beunruhigend und werfen bei Anlegern auch einige Fragen auf. Welche Assets lohnen sich jetzt? Wie geht es an den Märkten weiter? In unserem heutigen Online-Seminar ist Christoph Roschinski von Vanguard Invest zu Gast. Er wirft einen Blick auf vergangene Bärenmärkte und verrät Ihnen, worauf es 2023 bei der Geldanlage wirklich ankommt. Außerdem haben Sie heute die Gelegenheit, all Ihre Fragen zum Investieren an Christoph zu stellen. Bereits im Vorfeld haben uns einige Fragen erreicht. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich. Weitere Fragen können Sie gerne jederzeit über die Chat-Funktion stellen. Die Fragen werde ich dann an unseren Experten weiterleiten. Sowohl während des Vortrags als auch im Anschluss findet jeweils eine kleine Fragerunde statt. Und damit heiße ich dich dann auch direkt herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du heute dabei bist. Und Hallo? zu Beginn wäre es super, wenn du dich für unsere Zuschauer vielleicht kurz vorstellen könntest, vielleicht kurz von deinem Werdegang auch erzählen könntest. Und ich übergebe dir an der Stelle auch am besten direkt schon die Moderationsrechte, damit du dann im Anschluss direkt mit deiner Präsentation starten kannst. Großartig, vielen Dank dafür. So, die solltest du jetzt haben. Und ja, genau, das funktioniert. Ich sehe alles. Dann kannst du gerne direkt starten und dich kurz vorstellen. Perfekt. Großartig. Ja, guten Tag aus Berlin. Vielen Dank für die Einladung, Janina und dem Finanzen-Net-Team. Mein Name ist Christoph Roschinski. Ich bin Investmentspezialist im Bereich private Investoren bei Vanguard. Angefangen habe ich vor ja, knapp 10 Jahren in der Vermögensverwaltung bei einer kleinen Berliner Privatbank, war dann einige Jahre im Kredit- und Immobiliengeschäft tätig und habe dann bei Vanguard mit dem Marktstart für private Investoren hier in Deutschland angefangen. Ja, und verfolge seitdem das Ziel von Vanguard, eine faire und transparente Geldanlage für alle Investoren in Deutschland möglich zu machen. Das also kurz zu meiner Person. Und ja, wenn Sie sich derzeit fragen, was soll ich in der derzeitigen Marktphase denn eigentlich konkret tun? Soll ich Veränderungen in meinem Portfolio vornehmen oder lieber, ja, alles so lassen, wie es ist? Und wenn Sie sich dazu hier interaktiv austauschen möchten, ja, dann haben Sie genau richtig eingeschaltet, denn ich habe Ihnen einerseits ein paar interessante Themen mitgebracht und lade Sie gleichzeitig herzlich ein, Ihre Fragen hier in diesem Rahmen zu teilen. Und ich versuche auf alle Fragen, wie es Janina auch schon angedeutet hat, zwischendurch und am Ende des Webinars bestmöglich einzugehen. Wir sehen ja derzeit sehr turbulente Börsen und diskutieren intensiv über aktuelle Inflationsentwicklungen und vor allem, wie die Notenbanken darauf in der Zukunft weiter reagieren wollen. Und sehr spannend wird natürlich auch zu sehen sein, welche Megatrends sich in naher Zukunft denn wirklich so durchsetzen werden. All das sind natürlich sehr komplexe Entwicklungen, die Investoren versuchen konkret zu erfassen und, naja, auch für sich selbst Schlüsse in der Praxis zu ziehen. Gleichzeitig muss die Geldanlage aus unserer Sicht selbst in der heutigen Zeit aber nicht so kompliziert sein, denn man kann diese Herausforderungen nachhaltig meistern, wenn man sich ja an so ein paar Prinzipien hält, die so einfach, aber auch genial sind. Aber zunächst einmal, was erwartet Sie heute in diesem Finanzen-Net-Webinar eigentlich ganz genau? Zum einen möchte ich kurz mit Ihnen gemeinsam die aktuellen Herausforderungen an den Märkten analysieren und Tipps mit Ihnen teilen, wie man vor allem mit diesen Entwicklungen im Rahmen der Portfolioverwaltung konkret umgeht. Das beinhaltet einen tiefen Einblick in die 4 Prinzipien einer erfolgreichen Geldanlage und zwischendurch habe ich einen ein oder anderen Exkurs vorbereitet, um hier zum Beispiel in ja, bewährte Anlagestrategien etwas tiefer mit Ihnen einzutauchen. Ja, und ich möchte mich hier direkt in Ihren Stuhl, in den Stuhl des Investors setzen und nun über die aktuellen Herausforderungen bei der Geldanlage mit Ihnen sprechen. Wir lesen es jeden Tag in den Nachrichten, das lange anhaltende niedrige Zinsniveau hat sich abrupt geändert. Viele sprechen von einer historischen Zinswende in Europa. Ja, und trotzdem schmilzt unser Vermögen auf Konten dahin. Und das vor allem aufgrund eines starken Anstieges der Preise für Waren und Dienstleistungen in Form einer derzeitig sehr hohen Inflation. Weiterhin stellen die stark gestiegenen Immobilienpreise und die derzeitig ja, sehr volatilen, also sehr schwankungsintensiven Kapitalmärkte momentan wirklich sehr große Herausforderungen dar. Und hinzu
kommen die ungewisse Zukunft unserer Renten und die Russland- und Ukraine-Krise, ja, die die ganze Welt derzeitig erschüttert. All dies führt dazu, dass viele Anlegerinnen und Anleger verunsichert sind, und ich werde in den nächsten Folien näher darauf eingehen, was das konkret bedeutet und mit welchen simplen Prinzipien man sich am Kapitalmarkt, ja, intelligent verhalten kann. Momentan wird sehr oft über das große Thema Bärenmärkte gesprochen und dass wir uns derzeit auch in einem Bärenmarkt befinden. Doch was ist ein Bärenmarkt eigentlich genau und was bedeutet das für mich als Anleger? Grundsätzlich spricht man von einem Bärenmarkt, wenn sich die Börsenkurse über einen längeren Zeitraum, wir haben hier mindestens 2 Monate angesetzt, um 20% oder mehr nach unten entwickeln. Das Gegenteil wäre ein Bullenmarkt bei steigenden Kursen. Doch was sollen die gelben Balken und der grau schattierte Chart im Hintergrund eigentlich konkret aussagen? Wir haben den Aktienmarkt hier auf Basis von MSCI World Indizes, die den globalen Aktienmarkt sehr gut repräsentieren, hier über etwa 42 Jahre einmal für Sie abgebildet. Wir haben in diesem Zeitraum also 9 Bärenmärkte mit den genannten Kriterien erlebt und befinden uns ja jetzt wieder in einem Bärenmarkt. Und das Allerwichtigste dieser Darstellung: Wir können nach jedem Bärenmarkt, ob dieser lang oder kurz andauerte, immer eine signifikante Erholung erkennen. Besonders nach der Dotcom-Bubble im Jahr 2000, nach der Finanzkrise im Jahr 2008 oder auch 2020 beim Ausbruch der Corona-Pandemie. Wir empfehlen Ihnen daher, immer eine sehr langfristige Perspektive beim Investieren am Kapitalmarkt zu haben und diszipliniert anstatt auf Basis von Emotionen zu handeln. Was das genau bedeutet und wie man das konkret in der Praxis anwenden kann, dazu komme ich dann gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und eine weitere der zentralen Fragen von Anlegerinnen und Anlegern ist oft: Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt denn eigentlich? Vor gut einem Jahr haben wir noch Höchststände an den Kapitalmärkten gesehen, die einige Anlegerinnen und Anleger von einer Investition abgehalten haben, denn sie wollten nicht vermeintlich teuer am Markt kaufen. Derzeitig sind es die turbulenten Aktienmärkte, die viele Anleger wiederum zum Abwarten bewegt. Nach unserer Analyse ist es fast unmöglich, den richtigen Zeitpunkt für eine Investition zu finden. Denn oft liegen die besten in grün und die schlechtesten Handelstage in rot so dicht beieinander, dass sie Gefahr laufen, bei steigenden Kursen nicht investiert zu sein. Unser Firmengründer Jack Bogle pflegte zu sagen: Die Zeit im Markt ist immer besser als Market Timing. Auf Englisch: Time in the market beats market timing. Und hier haben wir Ihnen an einem konkreten Beispiel, wo es ja immer mal wieder auf und ab ging, einmal dargestellt, welche Vorteile es hat, einfach im Markt investiert zu bleiben. Am 1. November 2018 notierte ein fiktives Mischportfolio mit einer Aktienquote von 60% und einer Anleihenquote von 40% bei ca. 1 Million US-Dollar. An Heiligabend, dem 24.12.2018, verzeichnet das Portfolio Kursverluste von ca. 6,5%. Also entscheidet sich der Inhaber des Portfolios in diesem Fall auszusteigen, um bald wieder günstiger einsteigen zu können. Gerade jetzt beginnt aber eine Erholung einzutreten, was natürlich kein Marktteilnehmer vorher wusste. Ein weiterer Anleger mit dem exakt gleichen fiktiven Portfolio entscheidet sich ein paar Tage später, am Silvestertag, am 31.12.2018 auszusteigen. Ihm kommt die Nachrichtenlage etwas komisch vor und er hat ein ungutes Gefühl. Also verkauft er alle seine Anteile im Portfolio. Unser Anleger, der Heiligabend ausgestiegen ist, sieht die steigenden Kurse an den Märkten und steigt am 2. Januar 2019 wieder ein. Er lag zwar richtig mit dem Wiedereinstieg, denn die Erholung hat sich fortgesetzt, er hat aber zweifach Transaktionskosten produziert, die unter Umständen durchaus zu berücksichtigen sind, und die Aktivitäten haben vielleicht einige Nerven und Aufwand gekostet. Wobei der Anleger, der einfach diszipliniert im Markt investiert geblieben ist, die beste Rendite erwirtschaftet hat. Wir sehen es hier ganz oben mit einer Investitionsquote von 100%. Denn über kurz oder lang weiß keiner von uns, wann die Kurse rauf und wann sie wieder runtergehen.
Und dieses Beispiel lässt sich auf diverse Zeiträume anwenden, mit leider immer wiederkehrenden Mustern von einigen Anlegerinnen und Anlegern. Daher unsere Empfehlung, langfristig im Markt investiert zu bleiben, denn das führt ja kurz oder lang zu einer besseren Rendite. Und nun habe ich Ihnen viel über Herausforderungen an den Kapitalmärkten, über Bärenmärkte und Markttiming erzählt, aber gleichzeitig wollen wir auch vermitteln, dass Investieren nicht so kompliziert ist, wie es aussieht. Unser Unternehmensgründer Jack Bogle sagte einmal, man müsse beim erfolgreichen Investieren nur einige Dinge richtig machen und schwere Fehler vermeiden. Und das bringt uns zu unserem nächsten Themengebiet, unsere vier Prinzipien für eine erfolgreiche Geldanlage. Ja, wie sich in der Zukunft die Wertpapierkurse entwickeln, hat keiner von uns in der Hand. Aber Sie können sich erstens klare Ziele bei der Geldanlage setzen. Also wie lange kann das Geld angelegt werden und wofür soll das Geld später eigentlich mal verwendet werden? Zweitens empfehlen wir, ausgewogen und breit gestreut zu investieren. Was das genau bedeutet, darauf komme ich gleich im Detail noch einmal zu sprechen. Drittens achten Sie auf geringe Kosten in Ihrem Portfolio, denn so bleibt ein möglichst großer Teil der Rendite für Sie übrig. Und viertens, denken Sie beim Investieren langfristig und bleiben Sie diszipliniert, denn gerade in unsicheren Marktphasen und bei fallenden Kursen ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und an den eigenen Zielen festzuhalten, denn alle Anlageklassen, auch Immobilien sowie das Geld auf dem Konto, unterliegen Preisschwankungen. Ja, und lassen Sie nun auf die einzelnen Prinzipien etwas näher eingehen. Was können Sie also als erstes tun? Hier mal eine kleine Checkliste. Definieren Sie ein konkretes Anlageziel, zum Beispiel den Kauf einer Immobilie oder die Vorsorge für den Ruhestand. Und vor allem legen Sie fest, welchen Zeitrahmen Sie dafür vorgesehen haben. Denn der Anlagehorizont ist ebenfalls sehr bedeutend für die persönliche Risikoneigung. Und ferner ist es wichtig zu ermitteln, welcher Anlagebetrag Ihnen zur Verfügung steht und welche Summe angespart werden muss, damit Sie die vorher gesteckten Ziele auch wirklich erreichen. Daraus ergibt sich dann die Entscheidungsfindung, welche Anlageklassen mit welcher Gewichtung im Portfolio berücksichtigt werden. Ja, und schlussendlich empfehlen wir, Ihre Ziele regelmäßig zu überprüfen, denn Ihre persönlichen Rahmenbedingungen können sich mit der Zeit ändern, was dann wohl möglich eine Portfolioanpassung erfordern könnte. Und kommen wir von dieser Checkliste mal zu einem konkreten Beispiel, welches die Bedeutung der Ziele etwas verdeutlichen könnte. Einige Anleger mit einem Bestandsdepot sprechen uns derzeit mit dieser konkreten Frage an. Christoph, die Preise an den Kapitalmärkten sind in den letzten Monaten doch stark zurückgegangen. Wäre es daher nicht lohnenswerter, den Aktienanteil in meinem Portfolio jetzt deutlich überzugewichten und so die Chancen zu nutzen? Und genau hier zeigt sich, warum es so bedeutend ist, die eigenen Ziele zu kennen und vor allem daran festzuhalten. Denn oftmals hat sich nicht die persönliche Situation geändert, sondern die Kapitalmärkte haben sich verändert und die Nachrichtenlage hat auf sie einen Einfluss und das verleitet viele, diese erste Regel aus Renditeneugier nicht zu befolgen und sie gehen womöglich ein Risiko ein, welches nicht zu ihren eigenen Zielen dieser konkreten Anlage dann passt. Wenn sich beispielsweise ihre eigene Vermögenssituation durch einen Kapitalzufluss in Form einer Abfindung oder eines Immobilienverkaufes geändert hat oder sie das Geld nicht mehr kurzfristig für eine Weltreise benötigen, sondern doch eher für die Altersvorsorge, also mit einem deutlich längeren Anlagehorizont vorgesehen ist, ändern sich ihre Ziele. Und somit kann es unter Umständen Sinn ergeben, die Vermögensaufteilung oder auch Asset Allocation genannt, anzupassen und gegebenenfalls die Aktienquote aufzustocken. Zusammengefasst passt wieder ein Zitat unseres Unternehmensgründers Jack Bogle, der sagte: Don't let changes in the market change your mind. Machen Sie nicht den psychologischen Fehler, von Ihrer Linie abzuweichen und sich vom Markt beeinflussen zu lassen. Und kommen wir nun vom ersten Prinzip, den Zielen, zur zweiten wichtigen Kategorie, der Balance im Portfolio. Lassen Sie sich bitte nicht auf dieser Folie von den vielen Farben verwirren. Was die Seite im Wesentlichen aussagen soll, ist, dass es keine Anlageklasse oder Region am Kapitalmarkt gibt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg immer am besten abschneidet.
Es gab 2 Jahre, 2012 und 2013, in denen die deutschen Aktienmärkte am besten abschnitten. Gleich im Folgejahr 2014 aber deutlich schlechter abgeschnitten haben als andere Märkte. 2011 haben Anleihen am besten abgeschnitten. Deshalb lohnt sich eine breit gestreute Investition über alle Anlageklassen hinweg, selbstverständlich mit einer Gewichtung der Anlageklassen auf Basis ihres individuellen Risikoprofils und so den globalen Kapitalmarkt abzubilden. Stichwort Balance als das zweite Grundprinzip. Ja, lassen Sie uns in diesem Zusammenhang noch kurz über das Thema breite Streuung über mehrere Anlageklassen ein bisschen konkreter sprechen. Warum ist es überhaupt besser, in den breiten Markt zu investieren als in einzelne Titel? Naja, weil keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt und welches Unternehmen, welches Land oder welche Branche sich in Zukunft am besten entwickelt. Wir erhalten regelmäßig Ideen von unseren Kunden und Interessenten, die Investitionen in einzelne Titel umfassen, zum Beispiel Einzelaktien von Apple, Microsoft, Tesla oder BMW. Auf Grundlage unserer Analysen haben wir aber festgestellt, dass nur rund ein Zehntel das Markttiming und die Einzeltitelauswahl zu einer guten Portfolio-Performance beitragen. Vielmehr sind die Ausgewogenheit des Portfolios und die Mischung der Anlageklassen wichtig für den Anlageerfolg. Also Stichwort Balance des Portfolios. Und hier haben wir Ihnen einmal dargestellt, wie sich ein diszipliniertes Anlageverhalten mit verschiedenen Allokationen in den letzten 15, zum Teil auch sehr turbulenten Börsenjahren tatsächlich ausgezahlt hat. Außerdem fällt an diesem Chart neben der Langfristigkeit und Disziplin der Kapitalanlage wieder die ausgewogene Streuung auf mehrere Anlageklassen hinweg auf, also in Aktien und Anleihen. Natürlich auf Basis Ihrer individuellen Anlageziele und Ihrer persönlichen Situation. Der Schlüssel liegt also in der Disziplin und wieder im Mix der Anlageklassen, breit gestreut angelegt zu sein und weniger, welche konkreten Einzeltitel im Portfolio enthalten sind. So lässt sich hier auch sehr schön erkennen, wie mit den verschiedenen Allokationen, also der Aufteilung von Aktien und Anleihen, je nach Alter, Lebenssituation und Zielen, man sein Vermögen sinnvoll strukturieren kann. Also kann man die Allokation aus Aktien und Anleihen auch, ja, als ein Werkzeug verstehen, um entlang der Lebensphasen sein eigenes Risiko zu managen. Wenn man auf Basis der eigenen Anlageziele eher weniger Schwankungen des investierten Geldes wünscht, sieht man an der türkisen Linie ganz unten mit einer 20-prozentigen Aktien- und einer 80-prozentigen Anleihenaufteilung, wie viel weniger das Vermögen in sehr unsicheren Marktphasen wie zum Beispiel 2008 und 2009 oder auch 2020 geschwankt hätte, denn der Chart verläuft wesentlich flacher. Hier sorgten die Anleihen als fester Anker für Stabilität. Gerade in unsicheren Marktphasen von fallenden Kursen weisen die Anleihen zu Aktien eine geringe Korrelation auf, sprich, sie entwickeln sich häufig in die andere Richtung und werden als sicherer Hafen genutzt. Wobei die rote Linie ganz oben langfristig eine bessere Rendite aufweist, dennoch in der Zwischenzeit massiven Schwankungen unterlag. Und kommen wir nun innerhalb des zweiten Tipps der Balance Ihres Portfolios zu einer konkreten Investmentstrategie, dem sogenannten Core Satellite Ansatz. Der Ursprung der Idee von Core Satellite lässt sich auf eine Studie von den US-amerikanischen Wissenschaftlern Fisher Black und Jack Trainer aus den 70er Jahren zurückverfolgen. Das Gesamtportfolio wurde dabei in zwei Teile aufgegliedert, damit die unterschiedlichen Aufgaben eines damals institutionellen Portfolios bei der Kapitalanlage einfach besser bedient werden konnten. Und in einem Core Satellite Portfolio heute bildet der Core hier in Rot den stabilen Kern der Anlage. Dieser wird zum Beispiel als ein kosteneffizientes passives Portfolio mit Indexfonds oder ETFs breit diversifiziert, um das Risiko einer Kapitalanlage durch das langfristige Anlegen besser zu kontrollieren. Dieser Kern kann beispielsweise etwa 80 bis 90% Ihres Gesamtportfolios ausmachen und ist ein strategisch langfristiger Bestandteil für Ihre finanzielle Lebensplanung, damit Sie Ihre Ziele nicht durch ein zu hohes Risiko beim Investieren gefährden. Und um diesen Kern drumherum können dann sogenannte Satelliteninvestments hier
ja, einfach drumherum dargestellt, dann auch entsprechend platziert werden. Mit dem Ziel, ja, einfach wesentlich größere Kursgewinne oder Renditen zu erzielen, als sie in einem Core-Portfolio, hier in Rot, tatsächlich realisierbar wären. Das Risiko sowie der Versuch einer Outperformance, also der Überrendite zu einem Vergleichsindex beziehungsweise einer Benchmark, wird also strategisch auf die Satelliten ausgelagert. Im Trainer-Black-Modell wurde also veranschaulicht, wie ein Gesamtportfolio in zwei Bereiche, also in einen passiven in Rot und einen aktiven in Grau mit den A's, aufgeteilt werden kann. Das aktive Portfolio, also der Satellitenseite, sollen dabei aber nur jene wenigen Wertpapiere aufgenommen werden, über die der Anleger theoretisch einen Informationsvorsprung innehat, zum Beispiel aufgrund einer vorher durchgeführten Wertpapieranalyse. In diesem aktiven Satellitenanteil, der nicht mehr als 15 bis 20% Ihres Gesamtportfolios ausmachen sollte, sind also aktive Strategien mit Investitionen in Megatrends oder auch alternative Investments also durchaus möglich und natürlich auch nicht verboten, gerade um auch ein Gefühl für das Verhalten der Kapitalmärkte zu bekommen. Ja, und der dritte wichtige Aspekt unserer vier Grundsätze einer erfolgreichen Geldanlage ist die Bedeutung der Kosten, die unserer Meinung nach einen sehr hohen Einfluss auf den Anlageerfolg haben. Es gibt eine breite Diskussion darüber, worauf es bei der Wahl der richtigen Anlage eigentlich ankommt. Die historische Performance sagt in der Regel wenig darüber aus, ob eine Anlage in Zukunft lohnenswert erscheint, und ebenso verhält es sich mit dem Handelsvolumen. Das zwar ein ja, Indikator für eine hohe Nachfrage sein kann, aber dieser Faktor sorgt nicht automatisch für mehr Rendite im Portfolio. Das Gleiche gilt für die Fondsgröße. Diese zeigt Beständigkeit und hohe Zuflüsse an. Dies kann aber auch aus vielen anderen Gründen resultieren, wie zum Beispiel aus einem hohen Marketingaufwand für ein Anlageprodukt zum Beispiel. Ebenso verhält es sich mit einer Geldanlage, die aktiv gemanagt wird, also die Investitionen in einen aktiv verwalteten Fonds oder eine Vermögensverwaltung, bei der ein Fondsmanager oder ein Algorithmus nach eigenem Ermessen Entscheidungen auf dem Markt treffen kann. Dies geschieht oftmals auf Basis von ausgeklügelten Risikomanagementsystemen oder auch mittels Market Timing. Dazu gibt es viele repräsentative Analysen, unter anderem vom Nobelpreisträger William Sharpe, die aufzeigen, dass nur ein sehr, sehr kleiner Anteil der aktiven Manager über einen langfristigen Zeitraum von zum Beispiel 10 Jahren besser abschneidet als eine Benchmark, sprich eine oder mehrere Vergleichsindizes. Deshalb ist es sehr wichtig, halten Sie die Kosten Ihres Portfolios gering, damit ein größtmöglicher Anteil der Rendite nachher für Sie übrig bleibt. Ja, und als letzter Bestandteil ist natürlich die Disziplin beim Investieren am Kapitalmarkt eine der zentralen und wichtigen Verhaltenstechniken und demnach auch ein wesentlicher Teil unserer vier Prinzipien für eine erfolgreiche Geldanlage. Je nach persönlicher Risikobereitschaft und im Einklang mit Ihren individuellen Zielen können Sie sich für eine Aufteilung des Vermögens in einen Teil Aktien und einen Teil Anleihen entscheiden. Wir haben es bereits besprochen. Wenn Sie mehr Risiko mögen, können Sie natürlich auch zu 100% in Aktien investieren. Als Beispiel haben wir hier ein Verhältnis von 60-40 zwischen Aktien und Anleihen dargestellt. Das da ja hier in der grünen horizontalen Linie als sogenannte Zielvermögensaufteilung als Ausgangspunkt mit einer 60-prozentigen Aktienquote beschrieben wird. Sie sehen auf dieser Übersicht neben der grünen Linie noch einen roten und einen gelben Chart. Bei dem gelben Chart wurde zweimal im Jahr eine Anpassung auf die ursprüngliche Zielvermögensaufteilung vorgenommen und beim roten Chart wurde keine Anpassung vorgenommen. Ganz wichtig an der Stelle gilt noch zu erwähnen, dass es sich bei dieser Darstellung nicht um eine Wertentwicklung von zwei Basiswerten handelt. Also der rote Chart war nicht besser als der gelbe, sondern dies eine prozentuale Vermögensaufteilung in Anleihen und Aktien darstellt, die sich über die Zeit verändert. Doch was bedeutet das genau? Wenn sich Aktien- und Anleihenkurse unterschiedlich entwickeln, verschiebt sich auch die Gewichtung innerhalb eines Portfolios. Steigen Aktien schneller im Wert als Anleihen, nehmen sie natürlich auch einen immer größeren Anteil am Portfolio ein. Und dadurch wird das Portfolio womöglich riskanter als gewollt.
Und um dem diszipliniert entgegenzuwirken, können Anlegerinnen ihr Portfolio regelmäßig auf die Zielgewichtung zurücksetzen. Ein wichtiges Instrument zur Optimierung passiver Portfolios ist der sogenannte Rebalancing-Mechanismus. Das heißt, das Portfolio wird regelmäßig an die ursprüngliche Asset Allocation, also die Zielvermögensaufteilung, in Aktien und Anleihen angepasst. Hier auf die grüne Linie mit Blick auf die Aktienquote. In den letzten Jahren sind die Aktienkurse stark gestiegen, sodass sich ohne ein Rebalancing mit Blick auf die rote Linie eine starke Übergewichtung von Aktien ergeben hätte. Das bringt Chancen, aber auch hohe Risiken, die dann möglicherweise nicht mehr zu Ihrem Risikoprofil passen und somit eine andere Vermögensaufteilung darstellt, als Sie ursprünglich eigentlich mal angedacht hatten. Und eine weitere wichtige Kernaussage ist, dass insbesondere im Jahr 2008 die Portfolioverluste ohne ein diszipliniertes Rebalancing deutlich höher gewesen wären, als wenn eine regelmäßige Anpassung in Richtung der Zielallokation, also der grünen Linie, vorgenommen worden wäre. Kleine Randnotiz hier: Innerhalb dieser Darstellung der letzten 16 Jahre wurde erkennbar anhand des gelben Charts, zweimal im Jahr haben wir ein Rebalancing durchgeführt. Wir empfehlen aber noch individueller vorzugehen und Schwellenwerte dafür zu nutzen. Sprich, wenn eine Anlageklasse um mehr als 5% nach oben oder unten schwankt, also in unserem Beispiel die Aktienquote auf 65% steigt oder auch auf 55% fällt, wieder an die Zielallokation von 60% Aktien und 40% Anleihen anzupassen, um Risiken zu begrenzen, aber natürlich auch nach stark gefallenen Märkten durch ein Rebalancing auch wieder Chancen zu nutzen und die Aktienquote an die Zielallokation zu erhöhen. Ja, und die vier Prinzipien einer erfolgreichen Geldanlage lassen sich dann wie folgt zusammenfassen. Erstens, wir empfehlen Ihnen, sich in einer ruhigen Minute bewusst zu werden, was Ihre Ziele der Geldanlage sind, und setzen Sie sich bei Bedarf mit einem Experten zusammen, der Sie dabei unterstützt. Zweitens, teilen Sie das Vermögen breit gestreut auf Basis Ihrer individuellen Ziele auf und hinterfragen Sie über die Zeit auch regelmäßig Ihre Ziele auf Aktualität. Drittens empfehlen wir natürlich, bei der Auswahl der richtigen Geldanlage auf die Kosten zu achten, damit ein möglichst großer Teil der Rendite am Ende für Sie übrig bleibt. Und viertens, bleiben Sie geduldig und diszipliniert. Gerade bei größeren Marktschwankungen, wie wir sie ja gerade sehen, sollte man an den gesteckten Zielen festhalten und dann wird das Geld erfolgreich für Sie arbeiten. Und wenn Sie also diese vier Prinzipien beherzigen, sind Sie gut und solide mit Ihrer Geldanlage aufgestellt. Ja, und jetzt habe ich viel erzählt über die vier Prinzipien und über die Herausforderungen. Doch ich möchte mich natürlich auch Ihren Fragen widmen. Ich habe von Janina gehört, dass schon einige Fragen im Vorfeld dieses Webinars reingetrudelt sind. Darüber haben wir uns schon sehr gefreut. Und deswegen würde ich mir gerne die Zeit nehmen und jetzt zwischendurch schon mal auf ein paar Fragen einzugehen und dann im Anschluss Ihnen noch ein paar Sätze zu Vanguard als Unternehmen mitzuteilen und wie wir eigentlich zu diesen Prinzipien gekommen sind. Also werfe ich den Ball mal rüber zu dir, Janina, und bin ganz gespannt auf die Fragen, die schon eingetroffen sind. Ja, gerne. Da können wir direkt anfangen. Und zwar, die erste Frage lautet: Du hast jetzt gerade viel von Anleihen geredet. Meinst du denn eigentlich Staatsanleihen oder Aktienanleihen und was ist denn der Unterschied? Ja, großartig. Vielen Dank für die Frage. Wenn ich über Anleihen spreche, dann meine ich tatsächlich auch hier wieder ein breit gestreutes Portfolio, vornehmlich aus Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Thema Aktienanleihen ist wieder tatsächlich ein ganz anderes Thema. Eine Aktienanleihe ist ja im Grunde genommen eine Art strukturiertes Produkt, ja, also mit einer Option, Aktien zugeteilt zu bekommen. Das ist wieder ein Stück weit auch komplizierter zu realisieren. Gerade über Indexfonds oder über ETFs ist das sehr, sehr schwierig darzustellen. Von daher würde ich immer empfehlen, bei einer einfachen Geldanlage zu bleiben. Und wenn ich über Anleihen spreche, dann im Grunde genommen über Staatsanleihen von guter Bonität, ja, also beispielsweise aus Deutschland, Großbritannien, USA, also das sind so Staatsanleihen, die man dann tatsächlich
sich in das Portfolio packen kann. Und auf der anderen Seite auch Unternehmensanleihen. Da gibt es ja auch von all den großen Unternehmen, die wir so kennen, dann auch entsprechende Angebote, um so das Portfolio im Grunde genommen breit zu streuen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage und bedanke mich dafür. Ja, das beantwortet die Frage. Danke. Danke. Genau, dann die nächste Frage wäre, warum fallen denn viele Anleihen aktuell? Und wie soll man denn da jetzt beim Rebalancing vorgehen, wenn die jetzt alle fallen? Ja, auch eine großartige Frage. Also tatsächlich, warum fallen Anleihen? Ja, also ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, dass Anleihen gerade in turbulenten Marktphasen ein fester Sicherheitsanker sind. Da werden mir wahrscheinlich auch viele widersprechen, die Anleihen vom 1. Januar diesen Jahres bis jetzt im Portfolio hatten, weil so richtig ein sicherer Anker war das nicht, zumindest nicht dieses Jahr. Das war aber auch historisch, wenn man darauf mal blickt, tatsächlich wirklich sehr, sehr einzigartig. Woraus resultierte das? Das resultierte einfach aus den starken Zinssteigerungen der Notenbanken. Ja, also wenn sozusagen die Zinsen ansteigen, dann verlieren die Anleihen automatisch im Wert, weil ja andere Anleihen, die eben einen höheren Coupon haben, ja natürlich viel, viel, ganz vereinfacht gesagt, viel, viel eher nachgefragt werden. Ja, und deswegen können eben auch Anleihen im Kurs fallen. Auch da schauen wir dann immer wieder darauf oder empfehlen wir, auch Anleihen langfristig im Portfolio zu halten. Gerade über ETFs kann man dann eben dann auch sicherstellen, dass man dann auch die Nominalzinssätze, die ja dann immer erst jedes Jahr gezahlt werden oder auch wenn man Anleihen beispielsweise zwischendurch verkauft und die Kursverluste realisiert, erst dann sind es ja wirklich Verluste. Wenn man Anleihen aber bis zum Ende hält, dann bekommt man ja sein eingesetztes Kapital wieder zurück. Das ist ja konkreter Unterschied zu Aktien, bei denen man an Unternehmen beteiligt ist und bei Anleihen eben mit einer Schuldverschreibung einen Coupon erhält. Genau, das so zu der Frage. Genau, gerne weitere Fragen in der Richtung. Aber Anleihen sind natürlich momentan ein heiß diskutiertes Thema. Wie geht man in der Zukunft damit um, gerade wenn die Zinsen eher in der Tendenz steigend sind, was machen wir denn mit Anleihen? Und wir sind eben davon überzeugt, dass über langfristig sich das dann auch wieder mit höheren Coupons dann auch entsprechend in den Indexlösungen auch bemerkbar macht. An der Stelle knüpft auch direkt die nächste Frage an, die geht nämlich um Anleihen-ETFs. Der Fragesteller hat nämlich geschrieben, dass er Anleihen-ETFs im Depot hat, bereits seit 2 Jahren, die aber im Kurs sinken. Was sollte er damit jetzt machen? Sollte er die verkaufen oder weiterhin halten und auf bessere Zeiten hoffen? Ja, großartige Frage. Also da ist das tatsächlich ein super Instrument, wieder zurückzukommen auf diese 4 Prinzipien, die ich ja auch immer noch hier eingeblendet habe. Ich verstehe natürlich auch gerade bei Anleihen, wenn man die vor 2 Jahren erworben hat, das war vor 2 Jahren ja eine ganz andere Zeit, als es jetzt momentan ist. Ja, also jetzt seit knapp 9 Monaten hat sich die komplette Zinsmarktsituation aufgrund der hohen Inflation rapide verändert. Und dann hinterfragen viele, was soll ich denn jetzt eigentlich tun mit meinen Anleihen, die ich im Portfolio habe? Und da empfehlen wir wieder, einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was sind denn eigentlich die eigenen Ziele? Ja, also wie ist dann beispielsweise die Anleihenquote strukturiert, gemessen am Gesamtvermögen oder am Gesamtportfolio? Und wenn das eben prozentual zu den Zielen, die man sich vorher gesteckt hat, passt, gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, da Veränderungen zu treffen, weil man dann ja wieder Eingriffe in das Portfolio vornimmt, die im Grunde genommen nicht diszipliniert sind, sondern am aktuellen Marktgeschehen, was sich ja kurzfristig sehr verändert hat. Wir wissen nicht, wohin es geht. Es kann natürlich sein, dass sich jetzt über viele Jahre so ein höheres Zinsniveau einpendelt. Davon gehen auch viele Experten aus, aber man weiß es nicht sicher. Das heißt, die Ungewissheit, und wir haben alle keinen Informationsvorsprung, empfehlen wir immer, zurückzukommen auf das Thema Ziele
Und wenn beispielsweise die Anleihenquote bei, ich sage mal, 60% ist und auch das zu den Zielen passt, weil man vielleicht, ich sage mal, irgendwie Mitte 30 ist, aber kurzfristig das Geld dann vielleicht doch mal für eine Immobilie oder so etwas, je nachdem, was das Ziel ist, benötigt, dann macht es weiterhin Sinn, daran festzuhalten und diszipliniert dabei zu bleiben, denn das passt zu der Risikoneigung, weil wenn man jetzt verkauft, was macht man dann mit dem Geld? Geht man mehr in Aktien, ist dann wieder risikoreicher oder lässt man es auf dem Konto, dann ist wieder die Inflation dabei und umso längerfristig man handelt, und das gilt auch für die Anleihenseite, desto eher kann man auch an den höheren Coupons am Ende partizipieren. Du hast ja gerade angesprochen, wenn man jetzt beispielsweise 35 Jahre alt ist. Jetzt hat hier jemand in den Chat geschrieben, wie sollte man sich denn verhalten, wenn man schon 59 oder 60 Jahre alt ist bei der derzeitigen politischen Entwicklung? Wo kann man denn da jetzt anlegen? Perfekt. Da lade ich herzlich ein. Wir haben auch regelmäßig auf unserer Website, kann man da auch Webinare ja auch kostenfrei einsehen. Wir haben da ein Webinar, das nennt sich Investieren in den verschiedenen Lebensphasen. Ja, und da ist es tatsächlich so, eine Lebensphase ist ja dann wieder ein anderes Ziel. Ja, also mit dem Blick auf erstens klare und realistische Ziele setzen. Wenn man mit 59 anlegt, dann hat man ein bestimmtes Ziel? Ist das Ziel vielleicht der Renteneintritt mit 65, mit 67 oder auch schon früher? Das heißt, da wieder, ich komme da auch wieder zurück, sich strukturiert bewusst zu werden, wofür dieses Geld eigentlich angelegt werden sollte. Ein Anleger, der 59 Jahre alt ist, und ich denke mal, darauf zielt auch die Frage aus, hat vielleicht nicht mehr den gleichen Anlagehorizont wie ein 35-Jähriger. Der kann aber genau den gleichen Anlagehorizont haben, wenn er vielleicht das Ziel hat, das Vermögen an die Erben weiterzugeben. Ja, also es muss nicht immer sein, dass ein Mensch mit 59 einen kürzeren Anlagehorizont hat. Es kann sein, es muss nicht. Die Tendenz geht natürlich in die Richtung, weil viele eben anlegen, um dann ja das Geld einfach zu verfügen und dann ja für die Rente zu konsumieren und vielleicht über einen Auszahlplan dann auch entsprechend ja, sich auszahlen zu lassen. Und auf das Beispiel gehe ich mal ein. Da würde ich empfehlen, wenn das Geld früher verfügbar sein müsste, wie zum Beispiel mit 63, mit 64, das ist ja dann nur noch ein Anlagehorizont von 5 Jahren, da die Anleihenquote etwas auszubauen. Ja, also da kann ich auch nicht pauschal sagen, in welchem Prozentsatz, weil es da immer wichtig ist, auf die individuelle Situation einzugehen. Aber tendenziell macht es da natürlich eher Sinn, die Aktienquote zurückzufahren. Weil, wenn wir jetzt doch nochmal größere Kursschwankungen sehen, hat natürlich ein Anleger mit Mitte 30 nochmal einen ganz anderen Anlagehorizont und kann viel entspannter vorausblicken als derjenige, der jetzt kurzfristig sein Geld braucht oder kurzfristig verfügen will. Von daher empfehlen wir da eher, die Anleihenquote zu erhöhen. Man kann das auch allmählich machen. Wir haben, da komm ich später nochmal drauf zu sprechen, wir haben auch bei Vanguard in den Portfolien ein Konstrukt der schrittweisen Risikominimierung. Ja, also da ist genau dieses Modell aufgegriffen, dass man dann irgendwann, umso näher man seinem Anlageziel kommt, die Anleihenquote erhöht und die Aktienquote sukzessive zurückfährt. Genau. Danke für deine ausführliche Antwort. Gerne. Dann kommen jetzt hier gerade noch einige Fragen, die in dieselbe Richtung gehen, und zwar in Richtung Rohstoffe oder Edelmetalle wie Gold, Silber und Palladium. Könntest du denn da so einen kleinen Ausblick geben, wie du diese Assets für 2023 beurteilst? Ja, gerne. Klar, sehr, sehr gern. Also gerade, wir haben es ja in Rohstoffe allgemein. Also ich gehe erstmal auf das Thema Rohstoffe allgemein ein und dann noch auf das Thema spezifisch Gold, Palladium, aber auch was es da insgesamt noch so an Edelmetallen gibt. Wir haben am Jahresanfang ja starke Preissteigerungen gesehen am Rohölmarkt. Ja, also sowohl Brent, aber auch die WTI-Sorte sind stark im Preis angestiegen. Und da kamen einige Anleger auf uns zu und fragten, Mensch, warum seid ihr denn über eure ETFs da nicht auch konkret in Rohstoffen investiert? Naja, also es gibt zu den Rohstoffen, bevor ich einen kleinen Ausblick gebe,
so einige Unterschiede zu tatsächlichen Investitionen in Aktien und in Anleihen. Also erst einmal weiß keiner, wie sich die Kurse entwickeln. Also wenn ich heute sage, ich glaube, Gold steigt in den nächsten 2 Jahren, dann ist das tatsächlich eine Wette. Ja, also das weiß ich nicht. Es gibt natürlich verschiedenste Entwicklungen, auch Inflation, die dafür sprechen, dass ein sicherer Hafen genutzt wird. Aber keiner weiß, wie sich's entwickelt. Und daher bilden wir über unsere ETFs und über unsere Indexlösungen auch alle Rohstoffe ab, aber wir bieten Unternehmen ab. Sprich, wir kaufen nicht Rohstoffe wie Goldbarren oder Rohölfässer, lagern die ein und spekulieren auf die Preise, sondern wir investieren auf einfacherem Wege in die Unternehmen, weil Unternehmen Dividenden abwerfen. Ne? Die produzieren Erträge und Gold, Rohöl eben nicht. Und deswegen ist unser Ansatz, dass wir über die ETFs mit einer entsprechenden Gewichtung auch in Rohstoffe natürlich investiert sind, über die Unternehmen. Aber das ist wiederum ein weiterer Faktor, Stichwort Kosten. Wenn man Gold im Portfolio hat, muss das irgendwo gelagert werden, genauso wie Öl, aber auch Palladium, die anderen Edelmetalle, die wir gerade angesprochen haben, die müssen irgendwo gelagert werden. Wenn ich sie nicht lager physisch, dann wird sie jemand anderes über Inhaberschuldverschreibungen für mich lagern und das produziert wieder Kosten. Und das sind tatsächlich deutlich höhere Kosten, als wenn ich über die Unternehmen investiere. Also erstens Kosten für die Lagerung. Dann gibt es teilweise auch bei Rohstoffen, die werden über Terminkontrakte abgebildet. Da kann es zu Rollverlusten kommen, auch entsprechend. Und ja, und die Erträge, die ja, Rohstoffe laufend nicht produzieren, führt dazu, dass wir über die Unternehmen, über ETFs Rohstoffe abbilden. Weiteres Thema: Wie entwickelt es sich? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, kann ich nicht prognostizieren. Ich weiß es nicht. Ich würde empfehlen, diese Anlageklasse sowohl Gold, Edelmetalle, den Energiesektor im Portfolio zu haben, mit einer entsprechenden Gewichtung. Wir gewichten nach Marktkapitalisierung und somit ein breit gestreutes Portfolio mit dabei zu haben. Alles andere wäre aktives Management. Das kann man machen, wenn man denkt, man hat einen Informationsvorsprung oder man hat einfach die Dynamik verstanden und weiß, in welche Richtung es geht. Ich muss dazu sagen, ich gehe davon aus, dass auch Edelmetalle seitwärts bis aufwärts gehen können in den nächsten Jahren. Aber alles, was so das Thema Öl beispielsweise anbetrifft, was ja auch wirklich vom Preis her, von der Konjunktur sehr, sehr stark abhängig ist, wäre eine Wette durchzugeben, um welche Richtung das geht. Ich hoffe, das hilft. Ja, das hilft auf jeden Fall. Danke dir. Könntest du noch mal ganz kurz ein bisschen mehr darauf eingehen, wie hoch denn der prozentuale Anteil von beispielsweise Gold sein könnte im Portfolio? Ja, also auch da gibt es wieder Spannen, aber so eine Spanne so zwischen 3 und 8%, 3 und 6%, je nachdem. Also in unserem Portfolio ist es, in unseren ETF-Lösungen ist es eher ein bisschen weniger. Da geht es eher so in die 3% über die Unternehmen, also die beispielsweise Goldraffinerie abbilden oder auch größere Ölkonzerne. Da ist es wiederum ein bisschen mehr, aber das ist eher so eine Rohstoffquote dann so von rund 5%. Das wäre so ja, so ein Ansatz, so eine Richtschnur, wenn man auf Marktkapitalisierung dann auch eben setzt. Aber auch da wieder obliegt es natürlich jedem Anleger, jeder Anlegerin, welchen Prozentsatz da gewählt wird. Das ist unser Ansatz, weil einfach weitere Investitionsmöglichkeiten wie Technologieunternehmen, aber auch Industrieunternehmen da halt auch entsprechend einfach einen größeren Einfluss in Summe auf das Marktgeschehen haben, auf den Marktwert. Und deshalb bauen wir darauf oder sind diese in unseren passiven Portfolios, wir greifen ja nicht aktiv ein, dann auch entsprechend höher abgebildet. Ja, aber so zwischen 3 und 6%.
Super, danke. Dann würde ich vorschlagen, dass ich jetzt noch eine letzte Frage stelle und dann kannst Ja, du ja gerne. gerne noch mal ein bisschen weitermachen. Und zwar die Perfekt. letzte Frage, die bezieht sich auf die Inflation, weil die Inflation, die liegt ja mittlerweile bei, ich glaube, 10% waren es jetzt im November. Genau, die ist ja deutlich höher als jetzt beispielsweise aktuelle Rendite von Anleihen und aber auch von manchen Fonds. Wie sollte man dann jetzt investieren? Sollte man einfach trotzdem jetzt in Anleihen investieren, auch wenn der Zinssatz jetzt vielleicht nicht so optimal ist? Ja, definitiv. Also ich gebe dir vollkommen recht, gerade auch wenn man auf die zu erwartenden Renditen bei Anleihen oder auch auf Aktien mal einfach mal blickt. Und da gibt es ja viele Prognosen. Es gibt einige, die sind sehr optimistisch und es gibt andere, die sind etwas konservativer, so wie Vanguard. Wir haben eher den Ansatz, dass wir sagen, unsere prognostizierte Marktrendite, die wir sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite in der Zukunft sehen, ist eher ein bisschen niedriger. Auch weil wir auch noch, also nach Kosten und weil wir auch die Kosten noch mit reinnehmen. Ja, also wenn wir beispielsweise für ein 60-40-Portfolio 60% an Aktien, 40% Anleihen, gehen wir davon aus, dass man langfristig über 10 Jahre so um die 4% nach Kosten, vielleicht ein bisschen weniger, 3,8% nach Kosten erwirtschaften kann. Da sagen viele, das ist mir zu wenig und es ist ja auch viel weniger als die derzeitige Inflationsrate. Das ist vollkommen richtig. Gleichzeitig ist auch zu erkennen, dass die Notenbanken ja mit sehr, sehr starkem Hochdruck ja schon versuchen, die Inflation nach unten zu bringen. Ja, also dass wir langfristig über diesen Anlagezeitraum, den viele haben, 5 bis 10 Jahre, 10 bis 15 Jahre, dass wir da auch durchschnittliche Inflationsraten von über 10% sehen, ist auch unwahrscheinlich. Das heißt, es wird momentan auch sehr, sehr stark darauf geblickt, dass die Zinsen angehoben werden. Und dementsprechend haben es die Kapitalmärkte jetzt auch ein bisschen schwerer. Nach knapp 15 starken Kapitalmarktjahren ist es halt auch mal so, dass wir vielleicht jetzt auch ein paar Jahre, und es wäre auch nur gesund, da auch mal wieder ein paar rückläufige Kurse sehen. Und ja, und daher sehen wir jetzt erstmal in den nächsten Jahren die Renditen ein bisschen geringer. Aber über langfristig kommt auch die Inflation wieder runter, so Richtung 4-5%, sodass das weiterhin das Ziel sein kann, über ein normales Aktien-Anleihen-Portfolio die Inflation zu schlagen. Alles andere, wenn man jetzt das Ziel hat, eine 10-prozentige Inflation schlagen zu wollen, dann müsste man natürlich viel mehr ins Risiko gehen. Und das ist tatsächlich dann auch wieder gefährlich. Stichwort Ziele, an was will man eigentlich festhalten? Also nochmal kurze Antwort. Wir gehen eher davon aus, dass die Inflation wieder etwas zurückkommt und dass sich das dadurch langfristig durchaus realisieren lässt, auch mit einer Anlage in Indexlösungen, ETFs, in Anleihen und Aktien, die Inflation weiterhin zu schlagen. Super, danke dir. Dann Ja? kannst du ja gerne jetzt erstmal ein bisschen noch mit deinem Vortrag weitermachen. Danke. Ja, ich mit dem Blick auf die Zeit, wir haben noch ja rund 12 Minuten. Ich möchte Ihnen ja in diesem Zusammenhang einfach noch mal ganz kurz darstellen, ja, wie es eigentlich zu unserer Investmentphilosophie gekommen ist, was eigentlich genau hinter Vanguard steckt, ja, und wie wir uns von anderen Vermögensverwaltern und Fondsgesellschaften eigentlich im Wesentlichen auch unterscheiden. Ja, Vanguard gilt weltweit als Pionier des Indexinvestierens, ist bereits seit über 45 Jahren auf dem Markt und wurde seinerzeit von John oder auch Jack Bogle genannt gegründet, der als einer der einzigen Vermögensverwalter damals nicht an der Wall Street vertreten war, sondern im beschaulichen Malvern in Pennsylvania ein doch einzigartiges Unternehmen schuf, das heute über 7 Billionen Euro an Vermögen verwaltet und über 30 Millionen Anlegerinnen und Anleger weltweit bedient. Und das Besondere, Jack Bogle hat in den USA eine genossenschaftliche Eigentümerstruktur geschaffen, die es uns ermöglicht, immer im Interesse mit unseren Kunden zu sein. Und so führte der Weg zu unserem Unternehmensgründer John Bogle, der am 31. August 1976 tatsächlich den ersten Indexfonds überhaupt aufgelegt hat und den Weg freimachte für kosteneffizientes Investieren, woraus sich dann später auch die ETFs entwickelt haben.
Und von unserem Unternehmensgründer Jean Bogel stammt auch dieses berühmte Zitat: Suchen Sie nicht nach der Stecknadel im Heuhaufen, kaufen Sie den ganzen Heuhaufen. Dieses Zitat ist abgeleitet aus der modernen Portfoliotheorie, in der Diversifikation, also die breite Streuung des Portfolios, vereinfacht gesagt, das Risiko der Anlage minimiert und gleichzeitig die Anleger von höchstmöglichen Erträgen profitieren. Und das lässt sich mit Indexfonds oder ETFs am kostengünstigsten realisieren. So sehen Sie auf dieser Seite dargestellt, was unsere Eigentümerstruktur in den USA konkret auch für Anlegerinnen in Deutschland bedeutet, nämlich nach Kosten mehr Rendite für den Anleger. Vanguard ist nicht börsennotiert und hat daher auch keine Pflicht, an anteilseigener Erträge auszuschütten, sondern schafft es tatsächlich seit vielen Jahren, die operativen Kosten zu senken und auch zu decken. Und mit der Zeit und einem anwachsenden Fondsvolumen sind wir dann sogar in der Lage, die Gebühren der Produkte zu senken und die Kostenersparnis als Mehrrendite an die Anleger weiterzugeben. In den USA werden Kostensenkungen tatsächlich jährlich vorgenommen, um im Sinne unserer weltweiten Mission von Fairness und Transparenz für den Anlageerfolg unserer Kunden zu handeln. Am Markt sehr bekannt ist auch der sogenannte Vanguard-Effekt, der widerspiegelt, dass bei Eintritt von Vanguard in einen neuen Markt wie jetzt hier in Deutschland oder auch bei den bereits angesprochenen Gebührensenkungen die Wettbewerber ebenfalls von ihrem Level nachziehen und somit die durchschnittlichen Gebühren am gesamten Markt sinken und so alle Anleger davon profitieren können. Mit dem Start von Vanguard Invest ist Vanguard Invest Deutschland als ein weiteres Fundament unserer Unternehmensgruppe für den Endanleger auch hier in Deutschland entstanden. Wir sind ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin, reguliertes Wertpapierinstitut mit der Erfahrung der Vanguard-Gruppe im Rücken und bieten als digitale Investmentplattform zusätzlich einen exzellenten Kundenservice und die Option auf individuelle Einzelgespräche zur Vermögensanlage. Sie können zwei sehr kosteneffiziente Lösungen von Vanguard wählen. Einerseits das Rundum-Sorglos-Paket in Form einer digitalen Vermögensverwaltung, in der wir die Portfolioverwaltung für Sie übernehmen, oder Sie nehmen die Geldanlage selbst in die Hand und können ab Anfang des nächsten Jahres alle in Deutschland zugelassenen Vanguard-Fonds und ETFs sehr kosteneffizient direkt beim Erfinder des Indexinvestierens handeln. Mit dem Vanguard Invest Anlageservice als Rundum-Sorglos-Paket, welches wir derzeitig anbieten, bieten wir Ihnen ein vollständig strukturiertes Portfolio, welches regelmäßig überwacht wird, aus kostengünstigen Vanguard-Anleihen und Aktienfonds besteht und das auf Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikoneigung basiert, die Sie zuvor in einem umfangreichen digitalen Prozess festlegen können. Das alles ab einer Mindestanlagesumme von 5.000 Euro mit einer Servicegebühr von 0,65% auf den durchschnittlichen Anlagebetrag plus durchschnittlich 0,15% Fondskosten, also 0,8% Gesamtkosten. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch eine kostenfreie App dazu, auf welcher Sie übersichtlich alle wichtigen Informationen zu Ihrem Portfolio erhalten. Ja, und nun bin ich inhaltlich auch schon fast am Ende dieser Präsentation angekommen. Werfen Sie gerne einen Blick auf unsere Website vanguard-invest.de. Klicken Sie sich gerne mal durch. Wir haben auch einen Lernlaunch mit spannenden Artikeln und Videos zu verschiedenen Themen rund um das Investieren bereitgestellt. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall mal durchzublättern. Also gehen Sie gerne mal auf vanguard-invest.de. Ja, und kommen Sie gerne mit allen Fragen auf uns zu. Meine Kollegin Frau Henig als auch Herr Wolf und ich, wir würden uns natürlich sehr freuen, Sie in einem kostenfreien Videotelefonat wiederzusehen, welches Sie bequem auf unserer Website buchen können. Gerade bei Fragen rund um unsere neue Selbstentscheider-Plattform, mit der wir am Anfang des nächsten Jahres an den Markt gehen, können Sie uns gerne auch unter kundenservice@vanguard.com eine Mail mit Ihrem Interesse schreiben und dann melden wir uns bei Ihnen, sobald es losgeht. Als ein letzter Punkt ist mir an dieser Stelle noch sehr wichtig zu erwähnen, jede Art von Kapitalanlage ist mit entsprechenden Risiken verbunden und wir bitten Sie daher, dies bei Ihren Anlageentscheidungen unbedingt zu berücksichtigen. Und dieser Aspekt ist hier auch nochmal im Detail erläutert.
Ja, Janina, jetzt haben wir noch ungefähr 5 Minuten für die restlichen Fragen. Ich bedanke mich schon mal ja, für Ihre Aufmerksamkeit. Gern können Sie all Ihre Fragen auch im Nachgang nochmal stellen, uns eine E-Mail schreiben, kundenservice@vanguard.com. Jetzt bin ich gespannt für noch ein paar Fragen. Genau, ja, es kamen noch einige Fragen und aber auch von meiner Seite kurz der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer. Sie bekommen natürlich eine Mail im Nachgang des Webinars, in der erhalten Sie dann auch alle Informationen und auch die Kontaktdaten. Also bei weiteren Fragen können Sie sich dann gerne noch an unseren Referenten und Vanguard wenden. Genau. Und wenn wir jetzt gerade bei Vanguard sind, es kamen nämlich auch mehrere Fragen zu Vanguard. Und zwar könntest du kurz beschreiben, welche Rolle ESG-Kriterien bei Vanguard spielen? Ja, ESG-Kriterien spielen bei uns natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Also wir sind ja auch ja, mit die größten Anteilseigner oder auch die größten Anteilseigner an den größten Unternehmen der Welt, wie zum Beispiel Apple, Microsoft, Google oder auch BlackRock. Da sind wir die größten Anteilseigner und da haben wir natürlich auch entsprechende Pflichten, die wir erfüllen müssen. Das nennt sich bei Vanguard Investment Stewardship. Also wir haben in den USA eine einzelne Abteilung mit über 100 Mitarbeitern, die sich nur um das Thema Investment Stewardship beschäftigen. Das beinhaltet beispielsweise die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen einerseits, aber natürlich auch die Umsetzung von den nachhaltigen Kriterien. Wir haben bereits in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr schon einige ESG-ETFs aufgelegt, sowohl auf der Aktien- und auch auf der Anleihenseite, die sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreuen. Und gleichzeitig ist mir auch nochmal wichtig bei dem Thema ESG, weil auch viele fragen, kann nicht alles bei euch nachhaltig sein? Da muss doch noch mehr kommen. Ist definitiv so, dass wir uns sehr, sehr stark mit diesem Thema beschäftigen. Gleichzeitig haben wir auch den Ansatz, Unternehmen oder auf die Unternehmen einzuwirken. Also es gibt eben die Strategie, entweder die Unternehmen auszuschließen. Ja, also wenn wir jetzt Unternehmen aktiv aus unseren ETFs ausschließen würden, einzelne Unternehmen, die beispielsweise Rüstungsunternehmen, Tabak, Alkoholunternehmen, fallen vielleicht nicht unter diesen ESG-Kriterien und wir würden die aussortieren. Wir würden die einfach rausnehmen, würden dann nicht mehr investieren. Da ist immer die Frage, ändert sich da wirklich was? Oder bleiben diese Werte im Portfolio und ich als größter Anteilseigner übe entsprechend ja da auch Druck auf das Management, aber auch auf die Kultur aus und versuche Änderungen in dem Unternehmen vorzunehmen. Ja, das ist das konkrete Investment Stewardship Programm. Da sind wir auf beiden Versionen unterwegs, aber kurze Antwort, natürlich riesengroßes Thema bei uns, womit wir uns intensiv beschäftigen. Danke dir. Dann kam die nächste Frage zu der Selbstentscheider-Plattform. Was ist denn da der Vorteil im Vergleich zu einem eigenen Depot, das bei dem man alle Anbieter zur Verfügung hat? Ja, großartig. Der Vorteil bei Vanguard ist einerseits, dass wir natürlich sehr, sehr kosteneffizient handeln. Also einerseits die Vanguard-Fonds an sich, ETFs und Investmentfonds sind ja schon sehr, sehr kostengünstig. Und auf der anderen Seite werden wir auch eine Plattform ins Leben rufen, die mit sehr, sehr geringen Kosten, ist alles noch top secret. Ich kann noch nicht genau sagen, in welcher Höhe diese sich befinden, aber die werden sehr, sehr niedrig sein. Wahrscheinlich ähnlich auch zu vielen sehr, sehr günstigen Brokern. Aber was ist der Vorteil, zu Vanguard zu kommen? Naja, Vanguard ist seit 45 Jahren am Markt. Wir sind der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt und wir betreuen 30 Millionen Kunden weltweit. Und das ist im Grunde genommen eine Erfahrung, die uns auszeichnet und die auch Beständigkeit signalisiert. Und da obliegt es natürlich auch von vielen, ja, auch einfach eine eigene Einschätzung, ob man eben bei seinem Broker bleiben möchte, wo man irgendwie von jedem Anbieter was bekommt und da auch handelt, oder ob es vielleicht eine Strategie sein kann, Stichwort Core Satellite, 80% langfristig günstig und vor allen Dingen sehr, sehr wertbeständig bei einem Anbieter zu investieren, den es schon Jahrzehnte auf dem Markt gibt, beim Erfinder des Indexinvestierens und vielleicht die 15 bis 20% Satellitenanteil
im Grunde genommen auf andere Broker zu verteilen. Das wäre ein Ansatz, den viele der Vanguard-Investoren verfolgen. Aber um nochmal kurz zusammengefasst, ist der Vorteil im Grunde genommen die Beständigkeit, die Erfahrung und dann auch individuell darauf zu blicken. Wir haben auch im Konkurrenzvergleich dann mit der Selbstentscheider-Plattform sehr geringe Gebühren. Danke dir. Dann kam noch eine Frage, ob Vanguard einen Robo-Advisor, der also für mich automatisiert anlegt, besitzt. Ja, wir wollen es nicht Robo-Advisor nennen, sondern digitale Vermögensverwaltung, weil man uns immer ansprechen kann, tatsächlich. Also wir haben auch keine Algorithmen im Hintergrund, die aktiv eingreifen. Aber was wir schon haben, ist ein Anlageservice, der wird oftmals eben auch als Vermögensverwaltung verstanden. Das heißt, es ist in ein ähnliches Modell wie ein Robo-Advisor, dass man, das sind ja genau diese beiden Modelle, die wir haben. Einerseits, wir übernehmen alles für unsere Kunden ab 5.000 Euro mit 0,65% Vermögensverwaltungsgebühr. Man muss sich um gar nichts mehr kümmern. Ist ein passives Portfolio, langfristig angelegt, mit einer App, mit einem sehr, sehr übersichtlichen Bereich. Man kann uns jederzeit ansprechen. Oder auf der anderen Seite, man legt selbst an und kauft sich ETF selbst ins Portfolio. Aber ja, wir bieten diese Form auch an. Und das war auch die erste Lösung, das ist hier nochmal dargestellt, die wir beim Markteintritt letztes Jahr am 22.02. Angeboten haben, weil wir einfach der Meinung waren, dass das ein guter Marktstart ist in Deutschland. Wenn man mit einer digitalen Vermögensverwaltung die Investoren an die Hand nimmt. Die Aktienquote in Deutschland ist ja nur bei 17%. Das heißt, viele vertrauen immer noch auf das Sparkonto. Und deswegen war es uns ein Bedürfnis, mit dieser digitalen Vermögensverwaltung zu starten, die Investoren an die Hand zu nehmen und dann knapp ein Jahr später, dann mit einer Selbstentscheiderplattform für diejenigen, die es selbst in die Hand nehmen wollen, weiterzumachen. Danke für die Frage. Ja, danke für deine Erklärung. Und da jetzt auch schon 19 Uhr ist, würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle dann die Fragerunde beenden. Ja. Es sind zwar noch ein paar Fragen da, aber ich denke mal, die Teilnehmer können sich dann auch an dich im Nachgang wenden per Sehr Mail, gern. falls Ja. sie Fragen haben. Genau, das ist Genau. super. Sehr gern Dann an Kundenservice at Vanguard. Perfekt. super. Dann bedanke ich mich auch bei dir, dass du die Anlagestrategien von Vanguard vorgestellt hast und so fleißig auf die ganzen Fragen unserer Zuschauer geantwortet hast. Danke Und auch. ich möchte Sie, liebe Teilnehmer, gerne darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Falls Sie also sich gerne nochmal anschauen möchten oder zwischenzeitlich abgelenkt waren, können Sie es sich hinterher gerne nochmal bei YouTube anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie dann wahrscheinlich noch heute Abend per Mail. Und ein Aufzeichnungsartikel wird dann voraussichtlich auch direkt heute Abend noch auf der Startseite von Finanzen.net erscheinen. Und Christoph, dann würde ich dich gerne um ein ganz kurzes Schlusswort zu unserem heutigen Seminar bitten. Was sollen denn unsere Teilnehmer aus deinem Vortrag mitnehmen? Großartig. Vielen, vielen Dank, Janina. Ja, also ich habe natürlich ein kurzes Fazit mitgebracht. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade erst eingeschaltet haben oder alles bisher vergessen haben, was ich gesagt habe, gar nicht schlimm. Kurze Zusammenfassung. Denn erstens, niemand weiß, wie sich die Kurse in der Zukunft entwickeln. Daher halten Sie an Ihren Anlagezielen fest, streuen Sie Ihr Vermögen breit auf, halten Sie die Kosten gering und bleiben Sie diszipliniert auf Basis Ihres Anlageziels im Markt. Zweitens, wenn Sie aktiv am Kapitalmarkt handeln möchten und Sie das Ziel haben, besser als der Markt zu sein, beziehungsweise eine Outperformance erreichen möchten, informieren Sie sich ausgiebig über die Märkte und Basiswerte, in die Sie investieren möchten. Denken Sie an den Core-Satellite-Ansatz, sprich ca. 80% des Anlagevermögens langfristig breit gestreut zu investieren und die maximal 20% für Einzelaktien, Anlagetrends oder was auch immer Sie begeistert, um den Markt zu schlagen und möglichst kostengünstig zu investieren, damit ein größtmöglicher Teil der Rendite für Sie übrig bleibt. Drittens und letztens, ab Anfang des nächsten Jahres sind wir auch für Selbstentscheider direkt in Deutschland auf dem Markt und wir würden uns freuen, Sie bald wiederzusehen. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter kundenservice@vanguard.com. Da bleibt mir nur noch ein herzliches Dankeschön auszusprechen für Ihre Aufmerksamkeit.
und alles Gute für Sie. Vielen Dank, Christoph. Das war ein sehr schönes Fazit und sehr ausführlich auch. Ich hoffe, dich auf jeden Fall bald mal wieder bei unserer Finanznetzseminare begrüßen zu dürfen. Es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und ich Freut wünsche mich dir noch auch. einen schönen Abend und alles Gute. Und auch herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und auch so viele Fragen gestellt haben. Das hat das Ganze noch mal interaktiver gemacht. Schauen Sie gerne regelmäßig auf unserer Website Finanznet vorbei oder melden Sie sich zu unserem Newsletter an, um kein Webinar mehr zu verpassen. Damit verabschiede ich mich dann auch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und hoffentlich hören wir uns bald wieder.